Moin Leute, wir fahren jetzt zum Airsoft mit dem lieben Lenno, LJ und Marleen. Und ja, ich denke mal, wir werden viel Spaß haben. Das ist der LJ. Das ist Lenno. Und das ist Marleen, die Freundin von Lenno. Genau. So, und ja, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir da sind. Ja Leute, also wir sind jetzt auf dem Gelände. Es regnet, ist nicht so geil, aber egal. Und ja, ihr seht ja schon Schutzbrille, ne? Ist ja wichtig. Da sind die anderen. Und ja, wir gucken uns mal das Gelände an. Ich würde sagen, bis gleich. Ja Leute, also jetzt habe ich noch meinen Bandana mit auf. Schutzbrille sieht ein bisschen komisch aus, ich weiß, aber naja, man muss ja geschützt sein, ne? Halbschutz und so, ist ganz wichtig. Ja, das ist mein Revolver nochmal. Seht ihr vielleicht hier, ne? Ist ganz nice eigentlich. Und ja. Die anderen machen sich auch gerade fertig. Da im Hintergrund, da hinten beim Auto, da. Und ja, wir sehen uns gleich, wenn wir beim Game sind. Also Leute, wir laufen jetzt das Feld ab. Vor mir läuft der Iceman, aka Lenno. Ja, mit seiner Waffe. Zeig mal dein gutes Stück. Seht ihr das Ding? Das ist seine schöne Pistole. MK7? Ja. Okay, ja. Für zwei Globeck. Entspannt. Ja, ich habe hier meinen Revolver. Mit Trommelmagazin. 6 Schuss. 1 Joule. Und ja. Hier sind die ganzen Hindernisse. LJ ist auch hinter mir. Das ist leider nicht gemäht hier, aber naja, egal. Ich auch. Ich hätte eine Gummistiefel anziehen sollen. Ja, aber wisst ihr, jetzt mal ohne Scheiß, wisst ihr, was gut dran ist, dass es nicht gemäht ist? Das nichts ist daran gut. Nix. Doch. Ja, was denn? Viel weniger Flammen an die Kleider. Was? Matsch meinst du? Ja. Ja. Ja, ist so. Dass du weniger Flammen an die Kleider bekommst, wenn es nicht gemäht ist. Doch, weil das Gras sich dann ja flach legt. Mit dir. Und deshalb hast du wie so eine Schutzplane. Ja, ist aber so. Also spannendes Battle gerade. Spannendes Battle gerade. Ich und LJ sind tot. Marleen kämpft gerade gegen Lenno. Und Marleen hat keine Kugel. Richtig. Lenno ist am Nachladen. Und Marleen hat keine Kugel mehr. Da vorne ist Marleen, da ist Lenno. Der Iceman. Digga, Karim, warum ballerst du auf mich? Weil ich Traitor war, darum. Du warst Traitor? Ja. Warum callst du denn nicht? So, hier ist so mein kleines Versteck hier. Wir haben endlich gutes Wetter bekommen. Da hinten steht Marleen. Dann steht LJ. Und hier bin ich. Und ich habe die Rolle Innocent. Ja! Jo, ich bin Innocent und mal schauen, was hier so abgeht. Und da kommt der Lennart, der kommt davon ganz versteckt an. Das ist locker der Traitor. Bleib weg! Weg! Das ist übrigens der Iceman. Ich bin kein Traitor.
Lennos Twitter. Lenno zieht auf mich. Ich ergebe mich gerade. Also ich zeige, dass ich kein Traitor bin. Und da kommt der Iceman. Ich denke, er ist Traitor. Ich denke es. Ich denke, er wird gleich auf mich schießen. Aber, naja. Ich hab... Hä? Nö. Eben nicht. Ey, das ist was. Warum? Weil er so offen steht? Warum? Weil er so offen steht, oder was? Okay, steht auf. Chill auf. Hä? Okay. Okay. Locker tasche mich gleich ab, Digga. Ich weiß es, ich bin mir so 100% sicher. So, also, hier ist der Iceman, ne? Schaut mal bei ihm vorbei, abonniert ihn. Nee. Nein! Auf jeden Fall, Leute, danke für den schönen Tag, ne? Also es war echt geil. Marlene, Lenno und LJ, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Müssen wir wiederholen, werden wir sowieso machen. Da muss ja extra die ganzen Airsoft und so geholt. Und ja, das war nur der Anfang. Das wird ja noch viel besser. Und ich danke euch auf jeden Fall für das Wochenende. War echt schön bei euch. Auch wenn das Wetter nicht so ganz mitgespielt hat, ne? Aber hat sich gelohnt auf jeden Fall. War toll. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Liken, kommentieren, abonnieren, favorisieren, keine Ahnung. Schaut auf jeden Fall mal bei Iceman vorbei. Der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. War schön.